Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um das Lizard Moshea Duo, und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier mal genauer vorstellen. Vorab ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Gillefässer. Der Autor von diesem Mod heißt hier Dysons Acri Nico Duo 55. Und die Modgröße beträgt ca. 7,44 MB. Ist in Version 1.000 aktuell für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen tut, dann kostet euch dieser ca. 5 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal kaufen tut, dann ca. nur noch 1 Slot. Das Ganze finden wir hier aktuell unter Mods und DLCs und damit schon das Lizard Moshea Duo. Dieses Lizard Moshea Duo wiegt ca. 1,3 Tonnen und hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von knapp 17 km/h. Aktuelle Arbeitsbreite liegt zwischen 12 und 30 Meter. Kostenpunkt ca. 7.800 Euro in dieser Konfiguration. In der Konfiguration könnt ihr hier nur das Kennzeichen wählen, sonst habt ihr hier keine Option wählbar. Das hier ist im Prinzip ein Aufbau für im Prinzip die Güllefässer. Und damit könnt ihr mal die Gülle und die Gärreste auf euren Feldern auftragen. Dazu habe ich mir mal Folgendes überlegt. Wir nehmen hier einen Glas und einen Schutengüllefass und natürlich das Lizard Moshea Duo. Wir koppeln das Ganze hier mal an. Einfach hier so mit X mit ankoppeln. Und dann verbindet sich das Teil hier automatisch mit dem Güllefass. Dann haben wir hier Weber aktuell Güllefass aufklappen, L1 und X. Ja. Dann können wir hier das Güllefass aufklappen. Dann habt ihr hier noch wählbar L1 und Viereck für Güllefass anschalten. Oder L1 und Steuerkreuz nach rechts doppelte Ausbringmenge aktivieren oder normale Menge aktivieren. Und dann haben wir hier noch wählbar aktuell von dem Güllefass L1 in rechter Stick nach links oder nach rechts. Ja, das ist aktuell vom Güllefass. Oder L1 und rechter Stick nach oben oder nach unten. Das Ganze geht natürlich auch. Dann können wir hier zum Beispiel noch wählen, R1 und L3 die Arbeitsmodus wechseln. Zum Beispiel hier von 30 Meter, da fällt das Teil hier natürlich aus, auf 12 Meter. Ja, und das testen wir jetzt einfach mal hier. Dazu machen wir das Ganze hier mal an. Genau. Dann haben wir hier zum Beispiel jetzt mal 12 Meter. Wie gesagt, als Beispiel nur 12 Meter. Machen das Ganze wiederum aus. Und drücken hier R1 und L3 für Arbeitsmodus wechseln. Dann fällt das Ganze hier auseinander. Und dann haben wir hier auch automatisch die 30 Meter sogar. Dann können wir hier zum Beispiel 30 Meter mit dem Güllefass hier auch die Gülle oder die Gärreste auf den Feldern ausbringen. Finde ich an sich auf jeden Fall ein schöner Mod dazu, den man auf jeden Fall auch gut benutzen kann. Das Ganze ist auf jeden Fall interessant gehalten, ne, mal mit 12 Metern für kleine Felder oder auch gerne mit 30 Metern für größere Felder. Und dann sind wir hier schon zum Ende von diesem Video hier gekommen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen dazu habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt es doch gerne bitte in die Kommentare. Besucht mich gerne auf meinem Twitch-Kanal oder schaut natürlich gerne auf unserem Discord vorbei. Die Links zu Twitch und zu dem Discord-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.